Da haben wir heute eine Episode, die von einem Priester erzählt, der das siebte Gebot begründet in Frage gestellt hat. Am Silvesterabend 1946 in Köln, da hat Kardinal Frings über die zehn Gebote gepredigt und da hat er erklärt, Stehlen aus purer Not sei erlaubt. Daraus ist richtig eine Vokabel der Zeit geworden, Frinksen zu gehen, wenn man Hunger hat. Das ist jetzt hier ein Stichtag von Peter Meyer-Hüsing. Auch am Ende des ersten Jahres in Frieden herrscht in Deutschland große Not. Es fehlt an Wohnungen, nach schlechten Ernten auch an Lebensmitteln. Und mit dem November kommt eine frühe Frostperiode. Der Dezember bleibt eisig, es mangelt an Brennstoff. Über Nordrussland liegt ein Hochdruckgebiet, dem fortwährend kalte Luftmassen entströmen, die bis nach Holland und Nordfrankreich vordringen. Die Menschen hungern und frieren. In der britischen Besatzungszone etwa sind 10 Zentner Kohlen pro Haushalt für den Winter zugeteilt, viel zu wenig. Durch Köln rumpeln Güterzüge mit Braunkohle Richtung Belgien, Reparationsleistungen für die Siegermächte. Die Menschen schreiten zur Selbsthilfe. Hinter der Gärte, die Bahngleise sind da gegangen. Da sind die Kohlezüge sind da langsam. Da sind wir getroffen, habe dann die Brockerrunde Kohle geklaut. Und an der Böschung standen dann zumeist schon die Familienangehörigen und haben in Handwagen und Karren die Kohlen aufgesammelt und nach Hause gefahren. Klüttenklau, sagen die Kölner. Aber viele der gläubigen Katholiken tun es mit schlechtem Gewissen. Immerhin verstößt man ja gegen das siebte Gebot. Ist es Diebstahl? Was soll nun werden? Es muss doch weitergehen. Der populäre Kölner Erzbischof Josef Frings, seit kurzem Kardinal, weiß um die Nöte seiner Diözese und der Leutepriester, wie er sich selber nennt, schafft Abhilfe, wenigstens moralisch. Am Silvesterabend predigt Frings in der Pfarrkirche St. Engelbert in Köln-Riehl. Und der stand aber bei uns auf der Kanzel. Und dann hat er gepredigt. Und den Wortlaut, den hat meine Mutter, mein Vater immer unter der Nase gerieben. Der Kardinal Frings hat gesagt: Auch der Einzelne, wenn er in Not ist, kann er, um sein Leben, seine Gesundheit zu erhalten, das nehmen, was er dazu nötig hat. Der Nachsatz von Frings, dass alles darüber hinaus Diebstahl und Sünde sei, geht in der Freude über die priesterliche Ausnahmegenehmigung zum Klüttenklau mehr oder weniger unter. Jetzt sind wir dann nach Hause gegangen, meine Mutter und ich. Und das Erste, was mir gesagt hat, so, der Kardinal Frings hat gesagt, wir dürfen, brauchst jetzt kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Und das war dann auch so. Die Neuigkeit von der Kanzel verbreitet sich als gute Nachricht zum neuen Jahr 1947 wie ein Lauffeuer im Rheinland. Und aus dem Klüttenklau wird Fringsen. Davon stammt dann der Ausdruck Fringsen. Auf die Art bin ich in den Duden geraten. Das Wort steht da zu lesen. Not amused ist die britische Besatzungsmacht über diesen Eingriff des Kölner Kardinals in ihrer Autorität. Allerdings vermeidet man klugerweise einen offenen Konflikt mit dem beliebten Kirchenmann, der seinen Wahlspruch für die Menschen bestellt, ernst nimmt. Erstmal erhält Kardinal Frings eine Vorladung zu Gouverneur Asbury nach Düsseldorf, der er mit gemischten Gefühlen nachkommt. Allerdings, wie der Frings-Biograf Norbert Trippen weiß, als dieser Mr. Asbury 10 Minuten ihn warten ließ und noch nicht in seinem Büro war, hat er sein Visitenkärtchen hinterlassen und ist also wieder abgefahren, hat seinem Fahrer gesagt, nix wie weg. Aus dem Duden ist das Fringsen mittlerweile wieder verschwunden, aber nicht aus dem deutschen Wortschatz und sicher nicht aus der Stadtgeschichte Kölns. Geboren wurde der Begriff nach einer Silvesterpredigt von Kardinal Josef Frings, heute vor 75 Jahren.